Hallo und herzlich willkommen zur nächsten Folge, zur dritten Folge von Let's Play The Elder Scrolls 5 Skyrim. Wir sind letztes Mal hier an den Steinen stehen geblieben. Ich habe mich hier für den Diebesstein entschieden, der unsere Schleichfähigkeiten schneller wachsen lässt, um 20%. Und folgen jetzt mal Ralof weiter und gucken mal, wohin er uns führt. Wie letzte Folge nehme ich auch hier am Wegesrand diese ganzen Zutaten mit. Weil der Ralof, der läuft doch so ein bisschen langsam. Denk daran, das hier ist kein Sturmmantelgebiet. Wenn wir vor den Neuigkeiten aus Helgen eingetroffen sind, sollten wir keine Probleme bekommen, solange wir keine Dummheiten machen. Falls wir auf Kaiser und die Truppen stoßen, überlassen wir das Reden mir. So. Bewaffne mich immer lieber mal. Wer weiß, was für Gefahren. Hey, passt ein bisschen auf. Oh, das war daneben. Da war ich einfach zu blöd. Okay. Den ersten Schuss habe ich vergeigt. Ein Wolfspelz nehmen wir uns nicht mit. Aber manchmal haben diese Wölfe auch was Interessantes dabei. Wie auch vorhin die Spinne, was heißt vorhin, in der letzten Folge die Spinne, den Fall wiedergefunden. Die Spinne hatte nämlich einen Granatstein dabei und der ist etwas wert. Den nehmen wir natürlich mit, der wiegt nämlich kaum etwas. Leider waren die Wölfe nicht so gnädig zu uns und haben etwas hinterlassen oder mal irgendwann mal gefressen. Ich bin froh, dass ihr euch entschlossen habt, mit mir zu kommen. Wir sind schon fast in Flusswald. Ich freue mich, dass du mein treuer Begleiter bist, Ralof. Dass du mich aus Helgen geführt hast und in die Sicherheit, vorerst Sicherheit gebracht hast. Wer weiß, was noch passieren wird. Aber hier scheint ein Ort zu sein. Das sieht ja idyllisch aus. Das ist dieses Flusswald anscheinend, ja, von dem er gesprochen hat. Anscheinend weiß hier noch niemand, was passiert ist. Was? Kommt! Was ist denn Gerdur arbeitet wieder? Vermutlich gerade in ihrer Säge. Gerdur. Er ist über das Hügelgrab geflogen. Wer bist du denn? Ob ich euch mit Sven reden sehen? Könnt ihr mich vielleicht in nicht. Der Schießkunst vielleicht. Unterrichten? Ach egal. Aber ich an eurer Stelle würde mich von ihm fernhalten. Was für ein Problem habt ihr mit Sven? Er ist ein Barde, sagt er zumindest. Manchmal findet er auch Zeit, seine Arbeit hier in der Mühle zu erledigen. Er glaubt, seine Balladen und Sonette würde Camilla Valerius dazu bewegen, ihn zu heiraten. Als ob sie ihm jemals das Ja-Wort geben würde. Eine intelligente und wunderschöne Frau wie sie würde niemals auf diesen Unsinn reinfallen. Hoffe ich. Ihr hofft... Das klingt nicht wirklich sicher. Ihr habt recht. Wann haben Worte jemals Liebesgefühle ausgelöst? Ich tendiere doch eher zu dem Ersteren. Ich habe nachgedacht. Vielleicht braucht Camilla einen kleinen Anstoß, um Sven als denjenigen zu sehen, der er wirklich ist. Könntet ihr ihr diesen Brief geben und ihr ausrichten, er sei von Sven? Ich glaube, ich habe die mangelnde Intelligenz dieses Nord perfekt getroffen. Bringe Feindals Brief zu Camilla oder optional erzähle Sven von Feindals Brief. Das machen wir also später. Wer bist du? Boot. Sucht ihr Arbeit? Dann besorgt euch eine Axt und bringt mir so viel Holz, wie ihr nur hacken könnt. Habt ihr hier in Flusswald was zu erledigen? Hm? Es gibt schlimmere Dörfer. Wo ist denn der Ralof hingerannt? Ach, da hinten. Wie ist ein Wolf, ein Hühnchen? Ihr seid ja schon fast ein richtiger Mann. Bald werdet ihr euch selbst am Kampf beteiligen. Neu in Flusswald? Wenn ihr Arbeit sucht, dann schaut doch mal bei Hort vorbei, in der Mühle. Habt ihr Vorräte, die ich nehmen könnte? Natürlich. Hier ist der Schlüssel zum Haus. Bleibt so lange, wie ihr wollt. Wenn ihr sonst noch etwas braucht, dann fragt einfach. Aber was soll das alles? Was macht ihr zwei denn hier? So, erstmal
Dietrich nehmen wir uns natürlich mit. Und die Zaubertränke der kleinen Heilung. Den Rest darfst du behalten, gute Frau. Ein Drache hat Helgen angegriffen und zerstört. Ralof und ich sind zusammen entkommen. Das stimmt. Ein Drache? In Helgen? Das kann nicht sein. Obwohl, das würde erklären, was ich vorhin sah. Etwas flog das Tal hinunter. Von Süden kommt. Ich dachte, ich bilde mir das nur ein. Es war ein Drache. Ralof wird es euch bestätigen. Oder der Drache ist dort entlang geflogen. Ihr müsst ihn doch gesehen haben. Ich bin mal ein netter Mensch und werde nicht so flapsig antworten wie hier unten, sondern es war ein Drache, Ralof wird es euch bestätigen. Ich weiß nicht wieso, aber ich glaube euch sogar. Ihr seht aus wie jemand, der gerade einen Drachen gesehen hat. Es wird immer schlimmer. Erst der Krieg, jetzt die Drachen. Was ist mit dieser Welt bloß los? Wenn sich hier ein Drache herumtreibt, muss der Jarl davon erfahren. Flusswald ist völlig schutzlos. Wir müssen Jarl Balgruuf in Weißlauf benachrichtigen. Er soll uns alle verfügbaren Soldaten schicken. Wenn ihr das für mich tun könntet, wäre ich euch sehr verbunden. Aber natürlich kein Problem. Hier sehe ich Pilze. Das ist auch eine Zutat, die nehmen wir mit. Und die Disteln natürlich auch. Also, Ralof, was ist los? Ihr zwei seht ziemlich mitgenommen aus. Ich kann mich nicht daran erinnern, wann ich zuletzt geschlafen habe. Sucht ihr Arbeit? Das besorgt euch eine Axt und bringt mir so viel Holz, wie ihr nur hacken könnt. Was denkt ihr über den Krieg? Ich muss mich um meine Familie kümmern. Damit habe ich schon genug Sorgen. Für so etwas interessiere ich mich nicht. Okay, alles klar. Das war eine klare Aussage. Dann will ich dich auch nicht weiter stören. Wo soll ich anfangen? Nun, es stimmt, was man euch über Ulfric berichtet hat. Die Kaiserlichen haben uns außerhalb von Dunkelwasserkreuzung in einen Hinterhalt gelockt. Als hätten sie genau gewusst, wo wir sein würden. Das ist jetzt 2 Tage her. Heute Morgen machten wir in Helgen Halt. Und ich dachte schon, es wäre vorbei. Sie hatten uns vor dem Block des Scharfrichters aufgereiht, um uns die Köpfe abzuhacken. Die Feiglinge! Die würden Ulfric doch niemals einen fairen Prozess zugestehen. Eine Anklage wegen Hochverrats, weil er für sein eigenes Volk gekämpft hat. Ganz Himmelsrand hätte dann die Wahrheit erkannt. Aber dann, wie aus dem Nichts, griff ein Drache an. Als euer Freund es mir erzählte, konnte ich es zunächst auch nicht glauben. Ich kann es selbst kaum glauben. Und ich war dort. So seltsam es auch klingen mag. Ohne diesen Drachen wären wir jetzt tot. In all dem Chaos konnten wir entwischen. Das muss man schon sagen, der Drache hat uns im Prinzip das Leben gerettet, obwohl er es uns trotzdem eigentlich nehmen wollte. So viel ich weiß. Gut. Vielleicht können wir hier eine Weile unterkommen. Ich bringe eure Familie nur ungern in Gefahr, aber... Unsinn. Ihr und eure Begleitung könnt hier bleiben, solange ihr wollt. Lasst die Kaiserlichen nur meine Sorge sein. Ein Freund von Ralof ist auch mein Freund. Ich helfe gerne, wie und wo ich nur kann. Ich habe keine weiteren Fragen an dich. Das machen wir vielleicht später nochmal, Gerdur. Aber jetzt will ich erstmal weiterziehen. Danke für das Angebot, bei euch nächtigen zu können, beziehungsweise vorerst wohnen zu können. Aber ich will weiterziehen. Ich muss dem Jarl Bericht erstatten. Danke, Schwester. Ich wusste, dass auf euch Verlass ist. So, dann wollen wir doch mal weiter gucken. Nicht schleichen, sondern sprinten. Hier ist nämlich eine Schmiede. Und hier ist Alvor. Hier in Flusswald bekommen wir nicht jeden Tag Besuch. Könnt ihr in der Schmiede Hilfe gebrauchen, Alvor? Oh ja. Wie wäre es, wenn ihr mir einen Eisendolch schmiedet? Hier ist alles, was ihr dafür braucht. Fangt ruhig an. Gut. Bis zum nächsten Mal. Wir werden jetzt ein bisschen schmieden. Mal gucken. In der Schmiede werden neue Waffen und Rüstungen aus Rohmaterialien hergestellt. Das machen wir doch. Wir wollen einen Eisendolch herstellen. Und zwar erfordert das 2 Eisenbarren und 2 Lederstreifen. Und die haben wir von Alvor gerade eben bekommen. Also werden wir das jetzt herstellen. Das ist eine ordentliche Waffe, die ihr da geschaffen habt.
Den sollen wir jetzt zu Alpha bringen. Rüstungswert 16, da will ich jetzt mal gerade gucken, was unsere Rüstung sagt am Helm. Bekleidung. Unser Offiziershelm hat 19, das ist besser. Außerdem müssen wir stehlen und das ist erstmal nicht unser Gemütszustand, aber Alvor, wo bist du hin? Alvor, du bist bestimmt ins Haus gegangen. Kann ich euch helfen? Ah, Tatsache. Was auch immer ihr benötigt. Hier ist ein Eisendolch. Ist nicht schlecht, aber er ist etwas stumpf. Wie wäre es, wenn ihr ihn schärft? Ihr braucht nur etwas Metall und den Schleifstein dort drüben. Den Schleifstein dort drüben. Ich sehe hier drinnen keinen. Ich muss nach draußen gehen. Wir stehlen jetzt natürlich hier drinnen erstmal nichts. Es gucken uns ja auch alle zu. Das wollen wir natürlich nicht, dass wir gleich irgendwie verfolgt werden. Der Schleifstein. Ach da. Ich war ein bisschen blind. Tut mir leid. Schleifsteine. Benutze den Schleifstein, um Waffen zu verbessern. Für alle Verbesserungen sind spezielle Materialien notwendig, die du in der Welt finden oder kaufen kannst. Wir wollen natürlich den Eisendolch schleifen, das ist unsere Aufgabe. Und werden das jetzt herstellen. Ja. Bringe einen gehärteten Eisendolch zu Alvor. Dann werden wir wohl wieder hier reinrennen müssen. Oh, hier sind viele Barren. Vielleicht sind wir doch nicht ganz so nett. Ach, ich bin so blöd. Jetzt habe ich 3 Kopfgeld. Aber... naja. Kann ich euch helfen? Die 3 Kopfgeld. Mit einer gezogenen Waffe herumlauft? Entschuldigung. Was machst du denn da mit deinem Was Essen, Alvor? Ihr benötigt? Naja. Braucht ihr eine neue Klinge? Ich habe den Eisendolch geschliffen. Das sieht gut aus. Wenn ihr euch für eure Klingen Zeit nehmt, werden sie euch gute Dienste leisten, wenn ihr sie braucht. Ihr wollt mir weiterhelfen? Wie wäre es, wenn ihr eine Rüstung anfertigen würdet? Beginnen wir damit, etwas Leder auf dem Gestell zu gerben. Okay, wir werden Leder gerben im Gestell. Dazu müssen wir erstmal das Gestell suchen. Das ist bestimmt auch hier vorne. Ja, Gerbgestell. Gerbgestelle. Das Gerbgestell wird benutzt, um Tierhäute zu Leder zu verarbeiten und um Leder in Streifen zu schneiden. Leder und Lederstreifen werden für das Schmieden und Verbessern von Waffen und Rüstung benötigt. Alles klar. Wir stellen Leder her. Auf geht's. Bringe das Leder zu Alvor. Wo bist du jetzt wieder? Och, warum rennst du denn immer so weit weg, Alvor? Seid ihr eher von hier ist das Leder. Ah, gut. Bei vielen Waffen und Rüstungen wird Leder für Bänder zum Anpassen und dergleichen benötigt. Sehen wir mal, ob ihr einen Pelzhelm anfertigen könnt. Hier ist der Rest von dem, was ihr braucht. Okay, ein Pelzhelm. Wo stellen wir den dort her? Wo rennt er jetzt eigentlich hin? Boah. Ein Pelzhelm. Bestimmt hier an der Werkbank. Werkbänke. Benutze Werkbänke, um Rüstungen zu verbessern. Für alle Verbesserungen werden Materialien benötigt. Die Höhe der Verbesserung hängt von deiner Schmiedekunstfertigkeit und von deinen Talenten ab. Alles klar. Aber das sieht falsch aus. Schmiede? Pelz. Pelzhelm. Ja. Bringe den Pelzhelm zu Alvor. Wir werden jetzt erstmal eine Sache kurz machen. Nämlich. Ach komm. Den auswählen, damit ich auch ungefähr weiß, wo der zu finden ist. Wo ist er hingerannt? Ist das die Schenke des Ortes? Schlafender Riese. Klingt so. Alvor.
Ach, da hinten in einem Raum hat er sich versteckt. Hört ihr zu? Braucht ihr eine neue? Hier ist ein Pilz. Wenn ihr so weitermacht, sollte ich euch verbessern wie die Passform. Nehmt dieses Leder mit zu dem Arbeitstisch dort drüben. Habt ihr mich gehört? Also ja, gut. Das Bier wird schlecht. Ihr habt offenbar doch keine Kartoffeln in den Ohren. Mit den Leuten beschäftigen wir uns später. Wir werden jetzt erstmal das für Alvor fertig machen. Und werden den Pelzhelm verbessern und herstellen. Ja. Bringe einen gehärteten Pelzhelm zu Alvor. Wir machen das jetzt mal, um die Grundlagen der Schmiedekunst uns etwas anzueignen. Dies ist eine Ode an Himmelsrands. Wir brauchen diese Materialien nicht. Aber ihr habt Talent. Übt nur fleißig, dann werdet ihr eines Tages ein guter Schmied sein. Behaltet doch den Dolch und den Helm. Vielleicht denkt ihr dann an mich, wenn ihr Himmelsschmiedenstahl macht. Sehr gerne. Vielen Dank, Alvor. Bis zum nächsten Mal. So, wer bist du denn? Orgna. Essen. Auch Getränke. Ich koche. Mir gibt. Braucht ihr ein Zimmer? Sprecht mit Delphine. Ich suche Arbeit. Wisst ihr etwas? Hier, seht euch das an. Ein paar Männer des Jarl sind vorbeigekommen und haben diesen Beutebrief zurückgelassen. Töte den Banditenanführer in Redorans Zuflucht. Das werden wir dann auch noch irgendwann machen. Habt ihr in letzter Zeit Gerüchte gehört? Man flüstert sich einiges zu. Aventus Aretino, ein Junge aus Windhelm. Er will die dunkle Bruderschaft kontaktieren. Die dunkle Bruderschaft. Sprich mit Aventus Aretino. Da bin ich auch mal gespannt. Das werden wir alles noch machen. Wer bist du denn? Delphine. Ich betreibe die Taverne. Es ist meine Aufgabe, Fremde im Blick zu behalten. Habt ihr in letzter Zeit Gerüchte gehört? Ein Zimmer brauche ich nicht mieten, danke. Es heißt, Ulfric Sturmmantel sei den Kaiserlichen entkommen. Jetzt wird der Krieg nur noch schlimmer werden. Gib mir ein Humpenbier. Okay. Kommt sofort. Wer bist du denn, Embry? Aus dem Weg, Fremdling. Entschuldigung. Was auch immer ihr benötigt. Ah, Sven. Das war die Quest von Feendahl, die wir irgendwann anders machen. Wir werden uns jetzt erstmal auf den Weg zum Jarl begeben. Mal sehen, wie gefährlich und der Weg überhaupt gefährlich wird. Wir sprinten mal ein bisschen, auch wenn wir nicht viel sprinten können, weil unsere Ausdauer relativ schnell leer ist. Aber es ging schon mal ein bisschen schneller. Ich nehme mal lieber die Waffe raus, bevor wir hier noch hinterrücks attackiert werden. So wie da vorne. Ich habe ich schon gesehen. Hä? Warum treff dieser Pfeiler genau drauf? So wie der hier. Wolfspelz. Schade, den Fall kriege ich mal wieder nicht zurück. Naja. Aber im Prinzip müsste ja dann hier noch unsere andere Fall liegen, aber den finden wir, glaube ich, jetzt auch in der Dunkelheit nicht so schnell wieder. Deswegen gehen wir einfach weiter. Mora Tapinella, eine Zutat. Die nehmen wir natürlich mit, so wie immer. Oh, was haben wir denn hier? Oh, ein Fliegeding. Was haben wir denn hier? Was bist du denn? Ah, ein Mondfalter. Den möchte ich fangen. Oh, da war ich aber nicht so nett zum Mondfalter. Ich habe ihm die Flügel rausgerissen. Das war nicht beabsichtigt, mein lieber Mondfalter. Da ist der Ort scheinbar, wo wir hin müssen. Da werden wir uns mal ganz schnell hinbegeben. So. Können wieder ein bisschen sprinten. Oh, wer bist du denn? Wache vom Weißlauf. Hallo. Ich kenne euch doch.
Nein, ihr kennt mich nicht. Dann geh ich. Tschüss. Wir haben Kopfgeld, deswegen kennt er uns. Aber da es nur drei ist, werden wir, also drei Goldstücke, werden wir anscheinend nicht richtig verfolgt. So, wo müssen wir denn hin? Da hinten sind noch Leute. Möchte ich erstmal nachgucken, was es denn hier so Schönes gibt. Wer seid ihr? Naja, das hat sich erledigt. Und das haben wir nicht euch zu verdanken. Was überhaupt? Ihr seid nicht so aus, als würdet ihr hier Hilfe gebrauchen. Ich habe überhaupt nichts gesehen. Was ist passiert? Das ganz sicher nicht. Aber ein wahrer Krieger hätte es sich nicht nehmen lassen, gegen einen Riesen anzutreten. Deshalb bin ich mit meinen Schildbrüdern hier. Ein Riese? Aber was ist denn ein Schildbruder, wenn ich fragen darf? Ihr seid nicht von hier, was? Noch nie von den Gefährten gehört? Ein Orden von Kriegern. Wir sind Brüder und Schwestern, verbunden durch unsere Ehre. Und wir lösen jedes Problem, wenn die Bezahlung gut genug ist. Das klingt ja eigentlich schon ganz gut. Und definitiv nicht nach reiner Zeitverschwendung wie in der zweiten Auswahl. Kann ich euch beitreten? Das entscheide nicht ich. Ihr müsst mit Kodlak Weißmähne oben in Jorvaska reden. Der Alte hat gute Menschenkenntnis. Er schaut einem in die Augen und weiß, was man wert ist. Viel Glück, wenn ihr zu ihm geht. Vielen Dank. Wer bist du? Ria. Was braucht ihr? Wer hat hier das Sagen? Wer sind die Gefährten? Und warum habt ihr euch den Gefährten angeschlossen? Wer hat hier das Sagen? Der Zirkel vergibt hier die Aufträge. Das sind Ayela, Skjor und die Brüder Farkas und Wilkas. Kodlak berät sie zwar, gibt ihnen aber nicht wirklich Befehle. Okay. Aber was sind denn die Gefährten überhaupt? Die berühmteste Kriegertruppe in ganz Himmelsrand. Habt ihr etwa unter Hawkern gelebt? Wo wir auftauchen, fließt das Blut in Strömen und unsere Klingen singen zu Ehren von Iskramor. So ist das Leben, Bruder. Der Kampf erinnert uns daran, Atem zu schöpfen. Tut mir leid, Dame. Ich habe all mein Gedächtnis von vorher verloren. Ich bin in Helgen, besser gesagt in der Kutsche nach Helgen aufgewacht. Ich weiß leider nichts mehr von vorher. Es tut mir sehr leid. Aber warum habt ihr euch denn den Gefährten angeschlossen? Macht ihr Witze? Ich wollte schon zu ihnen gehören, als ich noch ein kleines Mädchen war. Entschuldigung, dass ich frage. Habt ihr gehört, wie Kodlak und Skjor 101 Ork-Berserker besiegt haben? Skjor sagt zwar, es wären nur 40 gewesen, aber er ist eben bescheiden. Wo sollte ich denn sonst sein wollen? Hier lerne ich von ihnen und kann an ihrer Seite kämpfen. Okay, schön, dass wir darüber gesprochen haben. Lebt Tschüss. Ruhig. Ey, aufwachen. Oder lieber doch nicht. Nee, besser nicht. Du, drei Eisenpfeiler, die nehme ich natürlich mit. Aber hier war doch noch jemand. Wo ist denn die andere Person hingerannt? Naja, die werde ich schon irgendwann mal finden. Auf jeden Fall gehen wir jetzt erstmal weiter. Wer bist du denn? Soll ich euch mitnehmen? Ich möchte eine Kutsche mieten. Nein, eine Kutsche möchte ich noch nicht mieten. Ich komme aber später auf dich zurück. Stelle von Weißlauf entdeckt. Ah, hier ist die Ayela, mit der wir vorhin gesprochen haben. Ja. Heute liegt Blut in der Luft. Auf uns wartet eine gute Jagd. Alles klar. Und du bist? Farkas. Ah, von dem hat doch Ria vorhin erzählt. Ihr seht stark aus. Kommt nach Jorvaska und werdet ein Gefährte. Boah, wenn du mich schon so fragst, dann brauche ich dich eigentlich gar nichts fragen. Aber ich muss wissen, auf welcher Seite im Krieg steht. Sturmmäntel oder Kaiserliche? Und seine Augen sehen sehr interessant aus. Das ist mir zu kompliziert. Kaiserreich, Nord, Talos. Wen interessiert das schon? Sagt mir einfach, wen ich verprügeln soll. Klingt gut. Damit ist meine Frage, oder sind meine Fragen abgehakt. Ich gucke mal später bei euch. Bis zum nächsten Mal. Aber jetzt muss ich erstmal
dem Jarl Bericht erstatten. Halt! Oh. Die Stadt ist wegen der Drachen abgeriegelt. Zutritt nur mit amtlicher Genehmigung. Ach, aber Flusswald bittet den Jarl um Beistand? Ich habe Nachrichten von Helgen über den Drachenangriff überreden. Ich kann ihn bestechen. Oder tretet beiseite, sonst. Ich glaube, ich werde es mal mit überreden versuchen. Na schön, aber wir behalten euch im Auge. Ach, es hat funktioniert und die Redekunst wurde verbessert. Sehr schön. Und auf geht's nach Weißlauf. Ach, der Ort sieht aber schön aus. Wir zahlen jeden Preis, aber wir brauchen mehr Schwerter für die kaiserlichen Soldaten. Mit den Leuten hier werde ich später reden. Der Jarl hat eindeutig Vorrang, aber die Zutaten haben viel mehr Vorrang als der Jarl. Entschuldigung. Eieiei, hier gibt es so viele Zutaten. Ob ich die überhaupt alle im Endeffekt verwerten kann? Wir werden es sehen. Auf jeden Fall müssen wir hier hoch. Wartet. Ich kenne uns. Nein, du kennst uns nicht. Das ist. Nein, das ist nicht ganz richtig. Drachenfeste. Die Burg, das Schloss, das Jarl, wie man es auch immer nennen möchte. Gucken wir mal rein. Aber wir werden erst in der nächsten Folge mit dem Jarl sprechen. Der befindet sich nämlich da oben. Oh, da kommt schon jemand auf uns zu. Ich verabschiede mich hier ganz schnell. Bis zum nächsten Mal. Und tschö mit Ö. Gebt einen Daumen hoch. Lasst ein Abo da. Ciao.